Egal, ob du schon lange im Klettersport dabei bist oder erst gerade anfängst, irgendwann wirst du dich mit ihr vertraut machen, nämlich mit der Sturzangst. Ein paar Ideen zum Thema Stürzen und Sturzangst erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist Sebastian von der Alpen Academy, deinem Bergsportratgeber, Touren- und Tipps-Kanal. Und falls du glaubst, dass das Stürzen nur die Anfänger betrifft, dann kann ich gleich mal sagen, nein, Sturzangst haben manchmal auch die fortgeschrittenen Kletterer. Vielleicht kennst du diese Situation ja. Die letzte Expresse ist schon relativ weit weg und der nächste Griff schaut einfach nicht gemütlich aus. Das löst in deinem Kopf vielleicht eine unfassbare Stressreaktion aus. Dann kommt die Angst. Doch was ist diese Angst eigentlich? Jeder, der von Sturzangst betroffen ist oder sich einfach nicht wohlfühlt mit dem Gedanken, sich aus seiner Komfortzone rauszutrauen, dem gebe ich gleich mal einen großen Tipp, der dir viel weiterhelfen wird. Nämlich, konkretisiere deine Angst. Je genauer du weißt, was dir eigentlich beim Stürzen Angst macht, desto schneller kannst du daran arbeiten und desto effektiver sind die Tipps, die du jetzt von mir bekommst. Aber nur um einen Anhaltspunkt zu liefern, woran du dich orientieren kannst, kommt jetzt eine kleine Liste, was es zum Beispiel sein könnte, wovor du am meisten Angst hast. Mögliche Auslöser für deine Angst können sein, dass das Seil reißt, dass der Knoten aufgeht, dass du einen Bodensturz erleidest, dass du dich während dem Sturz verletzt oder die Angst vor dem freien Fall. Daher ist das Wichtigste, die Angst nicht einfach als unbegründet abzutun und zu ignorieren, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist denn genau das Problem? Was ist der Schalter in meinem Gehirn, der immer wieder die Angst auslöst? Wenn du das jetzt vielleicht weißt, es gibt übrigens auch noch viele andere Ursachen, da gilt es immer selbst zu experimentieren und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dann kann man jetzt darüber nachdenken, was kann ich denn bei den verschiedenen Auslösern eigentlich tun, um sie zu verbessern. Aber vorher möchte ich dir noch ein kleines Beruhigungsmittel verabreichen. Nämlich reden wir über die Sicherheit beim Klettern. Klettern gilt als eine der gesündesten und vor allen Dingen auch sichersten Sportarten überhaupt. Jedoch gibt es trotzdem immer wieder Unfälle und es gibt eigene Statistiken dafür, die vom Deutschen Alpenverein beispielsweise publiziert werden. Dabei geht aber immer hervor, dass die meisten Unfälle sehr vermeidbar wären, nämlich durch gute Kommunikation mit dem Partner. Oftmals gehen Stürze schlecht aus, weil man einen Bodensturz erleidet durch einen Knoten, der nicht entsprechend gut gemacht wurde oder auch dadurch, dass der Partner einfach nicht die nötigen Sicherungskenntnisse hat. Das sind aber Fehler, die man definitiv vermeiden kann, indem man schon vorher checkt, ist mein Partner vertrauenswürdig, weiß er, was er tut und können wir miteinander gut kommunizieren und uns absprechen, um sicher klettern zu können. Und außerdem möchte ich dich insofern beruhigen, dass diese Ängste in der Regel normal sind. Also, du brauchst dir nicht überlegen, wieso bin ich so anders oder wieso habe ich so starke Ängste. Viele Kletterer hatten das schon und haben sich einfach damit auseinandergesetzt. Aber vor allem geht es um die eigene Wohlfühlzone, denn in der Regel befindet sich die am flachen Boden, wo wir nicht weit stürzen können und keine unkontrollierbare Situation vor uns finden. Manche können diese seltsamen oder unkontrollierten Situationen einfach gut ignorieren, aber andere können einfach nicht abschalten und beschäftigen sich sehr intensiv damit, was passiert, wenn ich stürze und was für Konsequenzen könnte das haben. Das ist aber gut so. Und falls du jemand bist, der einfach nicht abschalten kann, der das nicht ignorieren kann, für den habe ich jetzt ganz viele interessante Tipps. Kommen wir zu einer ersten beliebten Angst, nämlich der Angst loszulassen. Die Angst loszulassen rührt daher, dass wir uns viele Gedanken darüber machen, während wir klettern. Das heißt, ich bin in einer Route unterwegs und ich merke, ich kann einfach nicht mehr. Jetzt klippe ich noch die nächste Expresse und dann könnte ich schon noch weiter klettern, aber ich weiß, dann müsste ich stürzen. Im Zweifelsfall. Deswegen lieber Pause machen, lieber reinsetzen und das ist eben die Angst loszulassen. Was dagegen hilft, ist eigentlich ganz einfach. Such dir eine Route einen Grad schwieriger. Also wenn du jetzt zum Beispiel 7a kletterst oder 6a, dann kletterst du jetzt eine 6b zur Übung. Diese 6b sollte jetzt irgendwo sein, wo es keine leichten Ausweichrouten gibt, damit du nicht intuitiv gleich wieder nach einem leichten Griff schnappst, um dich zu erholen. Denn dann ist der Trainingseffekt wieder ausgeblieben. Klarer Vorteil ist, dass du, wenn du einen Grad schwieriger kletterst, in der Regel nicht mehr selber entscheiden kannst, ob du jetzt eine Pause machst, ob du dich ins Seil setzt oder ob du stürzt.
Irgendwann wirst du den nächsten Griff nicht mehr halten können und dann geht's bergab. Der klare Nachteil davon ist natürlich, dass es eine unfassbare Stressreaktion auslöst. Denn wenn ich jetzt merke, ich kann nicht mehr und dann stürzen muss, weil ich keine andere Alternative mehr habe, dann löst das im Kopf einen unglaublichen Druck aus, was entweder dazu führt, dass man diese Technik erst gar nicht anwendet oder dass sie einen fast schon traumatisiert und dann eben dazu führen kann, dass man sich noch weiter vom Stürzen distanziert, als man es ohnehin schon bisher getan hat. Diese Nachteile sind natürlich möglich, aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, nicht sehr wahrscheinlich. Wer Angst vor dem Loslassen hat, sollte das definitiv mal ausprobieren. In der Regel hilft das ganz gut. Kommen wir zur Angst, dass das Seil reißt. Die Seile sind heutzutage super konstruiert und eigentlich immer einer Norm unterzogen. Wenn sie diese Norm nicht erfüllt, dürfen sie auch nicht verkauft werden. Das bedeutet, dass dein Seil immer eine gewisse Anzahl an Normstürzen aushalten soll, beziehungsweise sehr, sehr viele normale Stürze oder alltägliche Stürze. Falls du deinem Seil nicht hundertprozentig vertraust, weil du das Gefühl hast, ich bin schon oft gestürzt oder irgendwie das Seil ist so dünn, 8,9 mm, wie soll mich das denn auffangen? Dann rate ich dir dazu, zu einem dickeren Seil zu greifen. Wenn du ein dickeres Seil hast, dann nimm doch in Zukunft das und schau, ob sich etwas an deiner Angst verändert. Natürlich ist die Angst vollkommen irrational, denn letztlich hält das 8,9 mm Seil genauso viel wie das 10,1 mm Seil. Beide werden dich im Sturzfall sicher auffangen. Doch bei vielen Ängsten hilft manchmal einfach auch nur eine irrationale Lösung. Denn wenn das dickere Seil für dich bedeutet, dass du dich wohler fühlst, dann nimm es auf jeden Fall in Anspruch. Der Nachteil ist natürlich, dass das dickere Seil schwerer ist. Erstens mal, auf sehr langen Routen ist es schwerer, es nachzuziehen und einzuhängen und auch im Transport ist es nicht so leicht. Wenn ich aber jetzt prinzipiell nur in der Halle unterwegs bin, und das sind viele Anfänger, dann ist das schwere Seil natürlich nicht so relevant, wie wenn man jetzt Mehrseillängen klettert oder zum Sportklettern auch mal ein paar Höhenmeter vorher zurücklegen muss. Übrigens, ein kleiner Tipp noch. Falls du deinem Seil nicht mehr zu 100% vertraust, sei es, ob es nicht dünn genug ist oder schon ein bisschen älter, auf jeden Fall weg damit und ein neues besorgen. Natürlich sind die Anschaffungskosten für ein Seil nicht gerade gering, aber wenn ich einem Seil nicht vertraue, dann muss es weg. Denn letztlich hängt mein Leben daran und irgendwoher rührt auch diese Angst, dass irgendwas passieren könnte, beziehungsweise das fehlende Vertrauen. Denn am Anfang habe ich dem Seil ja schon noch vertraut, wieso jetzt nicht mehr? Irgendwas ist da definitiv der Auslöser und dem sollte man nachgehen. Kommen wir zum nächsten Fall, nämlich dem Bodensturz. Der Bodensturz ist keine irrationale Angst, sondern tatsächlich ein Riesenproblem. Die meisten sehr schweren Unfälle beim Klettern werden durch einen Bodensturz provoziert. Beim Bodensturz ist man noch auf Höhe der ersten oder zweiten Expresse und der Sicherer gibt zu viel Schlappseil, man stürzt und schlägt auf den Boden auf. Manchmal endet das auch tödlich, aber meistens eher mit schweren Verletzungen. Um das zu vermeiden, gilt eine gute Kommunikation mit dem Sicherer. Egal wer dich sichert, du musst darauf achten, dass der Sicherer bzw. der Sicherer muss darauf achten, dass das Seil möglichst straff geführt wird am Anfang. Sollte man merken, dass die Route einem zu schwer ist in den ersten 1-2 Expressen, entweder schnell abklettern, falls das möglich ist, oder ins Seil setzen. Aber definitiv sollte das Seil immer möglichst auf Spannung geführt werden bis zur zweiten oder dritten Expresse. Je nachdem, wie weit die Expressen vom Boden entfernt sind. Wenn die dritte Expresse schon 10 Meter über dem Boden ist, dann ist es natürlich nicht mehr so wichtig. Aber wenn die dritte Expresse, wie in vielen Hallen zum Beispiel, noch auf 4 oder 5 Metern Höhe ist, dann ist ein Bodensturz gar nicht so unwahrscheinlich, denn letztlich gilt ja nicht nur das Schlappseil, sondern auch die Seildehnung. Falls es übrigens keinen Grund für einen Bodensturz geben sollte, du aber trotzdem Angst davor hast, sag deinem Partner doch einfach, dass er dich mit den Händen davor bewahren soll, mit dem Rücken aufzuschlagen. Sogenanntes Spotting. Das wird auch oft beim Bouldern am Fels verwendet, um für eine sichere Landung zu sorgen. Aber auch beim Hallenklettern kann das definitiv einen psychologischen Faktor ausmachen. Mehr Leute als erwartet haben mit der nächsten Angst tatsächlich Probleme, nämlich der Angst vor dem freien Fall. Der freie Fall kann sich durchaus ungemütlich oder ungewohnt anfühlen. In der Regel sind wir es ja auch gewohnt, dass wir auf dem Boden stehen und uns keine Gedanken darüber machen müssen, wie tief es nach unten geht. It's all about baby steps. Das hat mal ein berühmter Kletterer gesagt. Und das bedeutet im Prinzip, dass man Schritt für Schritt sich an dieses Gefühl des Fallens gewöhnen sollte und nicht
von einem Moment auf den anderen tiefe Stürze in Kauf nehmen soll. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, nachdem ich die nächste Expresse geklippt habe, vielleicht auf dieser Höhe, setze ich mich einfach mal ins Seil, ohne dem Sicherer vorher zu sagen, dass ich eine Pause machen möchte. Dadurch, dass man gerade geklippt hat, ist das Seil relativ straff und das bedeutet, dass der Sturz ungefähr einen halben Meter ausmachen wird. Das ist gefühlt sehr, sehr wenig. Man wird das merken, dass sich das anfühlt, als würde man eine Pause machen wollen. So, und das kann man ein, zwei, dreimal machen, bis man sich mit diesem Gedanken wohlfühlt und mit diesem Gefühl klarkommt. Und dann macht man einen Schritt mehr. Wenn man das so weiter fortführt, dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, dass es gemütlich ist, dass man sich keine Gedanken mehr darüber macht. Und dann macht man den nächsten Schritt. Man geht etwas über die Expresse hinaus und immer ein bisschen mehr. Dieses Spiel spielt man so lange, bis es theoretisch sogar möglich ist, dass man ganze Expressen auslässt, um sich dann reinzusetzen und sich überhaupt keine Gedanken machen zu müssen. Die nächste Angst ist die Angst vor Verletzungen beim Sturz. Auch diese ist eher irrational, denn zu Verletzungen während dem Sturz kommt es extrem selten. Die richtige Technik hilft hier auf jeden Fall aus. Die Beine immer schön nach vor, um die Kraft durch den Sturz beim Aufprall gegen die Wand abzufedern und abzufangen und nicht mit den Knien aufzuschlagen. Außerdem ein bisschen Spannung in den Körper bringen, um eben nicht wie ein Sack an die Wand zu fallen. Außerdem, auch wenn das schwierig ist, nicht reflexartig ins Seil greifen, wenn man stürzt, weil es dabei auch zu Verletzungen kommen könnte. Und ganz wichtig, das Seil nie hinter sich haben, bevor man stürzt. Denn dann kann es dazu kommen, dass man sich verdreht, denn das Seil möchte ja möglichst gerade nach oben und dann wird es zu einem sehr unkontrollierten Sturz. Mit diesen Tipps kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du dir beim Stürzen niemals wehtun wirst. Eine beliebte Angst ist auch, dass der Knoten aufgeht. Der Bulin oder der Achterknoten sind die beiden sicheren Knoten fürs Klettern. Man kann das auch selber ganz leicht ausprobieren, indem man einfach sich in eine Expresse einhängt, in die erste, und sich dann mal versucht, selbst auszubinden oder am Knoten anzuziehen. Außerdem, ein wichtiger Punkt des Kletterns ist sowieso der Partnercheck. Wenn der Knoten nicht aufgeht, während der Partner einmal kurz dran anzieht, wird er auch nicht aufgehen, wenn man oben stürzt. Denn der Achter zieht sich bei Belastung zusammen und somit ist es eher unwahrscheinlich, dass ein korrekt gebundener Achter aufgeht. Aber genau deshalb ist der Partnercheck auch so wichtig. Egal wie gut ich meinen Achter drauf habe, wenn ein zweiter drauf schaut und vielleicht einen kleinen Fehler bemerkt, dann kann mir das das Leben retten. Deswegen Partnercheck statt Partner weg. Das sind so die klassischen Ängste. Es gibt natürlich viel, viel mehr und tatsächlich ist es so, dass die meisten Ängste irrational sind. Denn Klettern ist und bleibt eine sichere Sportart und sie erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Aber tatsächlich sind die irrationalen Ängste meistens auch die, die man am schwersten bekämpfen kann. Ein regelmäßiges Üben hilft dir, diese Ängste langsam abzubauen. Es ist kein heute Angst, morgen nicht, sondern es ist ein langer Prozess. Und wenn du zwei, dreimal die Woche klettern gehst, dann empfehle ich dir mindestens einmal die Woche ein Sturztraining zu machen. Das bedeutet, dass du am Ende oder am Anfang einer Trainingssession ganz bewusst Stürze provozierst und dich wieder mal mit deiner Angst auseinandersetzt. Doch wenn du jetzt immer noch Angst vor dem Stürzen hast, und das ist wahrscheinlich so, denn dir fehlt vielleicht noch die Übung, dann möchte ich dir jetzt noch ein paar positive Gedanken mitgeben. Der Vorteil des angstfreien Kletterns ist, dass ich mir keine Gedanken mehr über die letzte Expresse mache. Ich mache mir auch keine Gedanken mehr darüber, wo der nächste Griff ist und wie der nächste Griff ausschaut. Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, ob meine Arme jetzt zu sind oder nicht. Ich mache mir auch keine Gedanken mehr darüber, ob ich müde bin. Ich mache mir nur noch Gedanken darüber, wie ich die Route schaffe. Ich mache mir nur noch Gedanken darüber, wie ich den nächsten Zug schaffe und beschäftige mich viel mehr mit der Technik und mit der Idee hinter der Route als mit den psychologischen Faktoren. Das bedeutet gleichzeitig, dass ich mich viel mehr mit meinen echten Schwächen auseinandersetzen kann. Fehlt es mir an Kraft? Fehlt es mir an Technik? Fehlt es mir vielleicht einfach an der richtigen Einstellung zur Route? Tja, das sind alles große Vorteile, wenn man angstfrei klettern kann. Deswegen rate ich dir dazu, wenn du Angst vorm Stürzen hast oder Angst vorm Vorstieg, setz dich damit auseinander und bekämpfe die Angst, denn dann wirst du ein richtig guter Kletterer und das ganz von allein. Jetzt hast du viele Tools und Tipps gegen das Thema Sturzangst. Wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Falls dir jetzt noch langweilig ist, schau dir alle anderen Videos auf meinem Kanal an. Hier lernst du viel zum Thema Bergsport.
In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Bergheil!